Hallo und herzlich willkommen beim Videotutorial zur Mitarbeit in Wikipedia. Dieses Video zeigt, wie man Artikel in Wikipedia bearbeiten kann und welche Vorteile es hat, sich ein Benutzerkonto anzulegen. Sicher kennst du Wikipedia schon eine ganze Weile. Wann immer du etwas findest, das korrigiert oder sonst wie verbessert werden könnte, mach es einfach. Alle Seiten der Wikipedia sind entstanden, weil irgendjemand den Text eingetippt oder geändert hat. Auch jede noch so kleine Verbesserung ist eine Verbesserung der Wikipedia insgesamt und kommt allen Benutzern zugute. Wähle einfach einen beliebigen Artikel aus, der dich interessiert oder über dessen Inhalt du Bescheid weißt und verbessere ihn. Es ist dafür keine Anmeldung, Erlaubnis oder dergleichen notwendig. Klick einfach auf den Link Seite bearbeiten und verbessere den Text im Eingabefeld. Am besten schreibst du jetzt noch einen Kommentar zu deiner Änderung in das Feld Zusammenfassung und Quellen. Danach einfach abspeichern und fertig. Wenn du regelmäßig an Wikipedia arbeiten möchtest, dann solltest du dich registrieren und einen Benutzernamen anlegen. Das funktioniert ganz einfach. Klicke zunächst rechts oben auf Anmelden, Benutzerkonto erstellen und dann auf den Link Hier legst du ein Konto an. Damit Benutzerkonten auch tatsächlich von echten Menschen angelegt werden, musst du den etwas krakelig geschriebenen Text in das Feld eintragen. Als Benutzernamen kannst du einen beliebigen Namen wählen. Es kann ein Pseudonym oder auch dein richtiger Name sein. Die Entscheidung liegt bei dir. Dann trägst du dein Passwort ein und, wenn du möchtest, deine E-Mail-Adresse. Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig, bietet aber den Vorteil, dass du dich zum Beispiel automatisch benachrichtigen lassen kannst. Das war's schon. Mit Klick auf Benutzerkonto anlegen hast du deinen persönlichen Wikipedia-Zugang erstellt. Die Registrierung bringt eine Reihe von Vorteilen. Du bekommst zum Beispiel eine eigene Benutzerseite, auf der du etwas über dich selbst und deine Arbeit in Wikipedia sagen kannst. Außerdem kannst du dort Unterseiten anlegen, auf denen du zum Beispiel ungestört deine Artikelentwürfe ausarbeiten kannst. Sei aber vorsichtig mit der Angabe von privaten Informationen, denn die Seite ist öffentlich und für jedermann im Internet zugänglich. Zusätzlich kannst du eine Beobachtungsliste nutzen. Mit der Beobachtungsliste kannst du Änderungen an Artikeln verfolgen. Auf deiner öffentlichen Diskussionsseite können dir andere Benutzer Nachrichten schreiben und Kommentare hinterlassen. Diese Nachrichten kann allerdings jeder lesen. Außerdem kannst du als registrierter Nutzer am Mentorenprogramm teilnehmen und dir durch einen persönlichen Ansprechpartner bei deinen ersten Schritten in Wikipedia helfen lassen. Fassen wir nochmal zusammen. Du kannst jederzeit Wikipedia-Artikel bearbeiten, ohne dich vorher anmelden zu müssen. Durch die Einrichtung deines persönlichen Benutzerkontos kannst du aber eine Reihe von zusätzlichen Funktionen nutzen, wie zum Beispiel die eigene Benutzerseite oder die Beobachtungsliste, die dir die Bearbeitung von Wikipedia erleichtern. Die Registrierung hat noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile, die alle auf der Hilfe zum Benutzeranlegen aufgeführt werden. Schau einfach mal rein. So, das war's zum Thema Editieren und Anmelden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.